die Schwachstelle zu entdecken, nachdem sie quasi drauf gedrückt haben. Reden wir doch mal mit Kyo. Das nenne ich mal eine Mission. Das hat mehr Spaß gemacht, als meine Bestzeit an der Todesmarschstrecke zu verbessern. Wir haben einen Sternzerstörer stehlen können und unseren Freunden geholfen. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem vierten Mond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Irgendwie chaotisch und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten, den es in seine Klauen bekommt. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir. Für das Gute. Ist sie wohl eine verkappte Jedi? Ich habe vorhin gesehen, wie Frisk Commander Javes genervt hat. So wie ich Frisk kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe. Das Imperium wird den Sternzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Macht Sinn. Ich schätze, der Commander hat etwas Ähnliches mit dem Sternzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Wenigstens hat sich Wedge das richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenzer in der Alphabet-Staffel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Ich bin nicht sicher, was sie ist. Vielleicht auch einfach was irgendwas Sensitives. Könnte auch sein. Können wir uns das Schiff nochmal angucken? Schönes Schiff. Sonst noch jemand? Nein? Ah. Hallo, Gong. Oh, hat er sich gefreut. Er wurde beachtet. Nicht jetzt, Frisk. Sobald der Sternzerstörer sicher abgeliefert ist, kann ich dir antworten. Wohin denn? Wir haben unser Leben riskiert, um den Sternzerstörer einzunehmen. Und jetzt sagst du nicht mal, wohin er gebracht wird? Nicht meine Sache. Außerdem setze ich etliche Leben aufs Spiel, wenn ich jetzt zu viel verrate. Und das nach allem, was wir für Projekt Starhawk getan haben. No, auf der Stelle tapst. Ich kann dir nicht alles verraten. Linden, die Soldaten auf der Victorum haben uns gerade einen Totgeld geschickt. Jetzt? Mist. Ruf Vanguard für eine Eilbesprechung. Ja, Mist. Gerade wo es spannend wurde. Ach, ich bin ja schon da, also von daher. Es gibt einen Notfall. Der gestohlene Sternzerstörer hat unerwartet den Hyperraum verlassen. Hinter feindlichen Linien. Unsere Truppen reparieren den Hyperantrieb bereits unter Hochdruck, aber ihr müsst ihnen etwas Zeit verschaffen. Eine imperiale Flotte nähert sich dem Sternzerstörer Victorum. A-Flügler sollen die feindlichen Jäger abfangen. Der Rest der Vanguard-Staffel unterstützt und verteidigt. Ich kenne die imperialen Protokolle genau. Zweifellos wollen sie die Victorum mit Ionenwaffen lahmlegen, bevor sie sie mit Shuttles zurückerobern. Ihr müsst sie aufhalten. Die Victorum darf auf keinen Fall zurück in die Hände des Imperiums gelangen. Sobald der Hyperantrieb des Sternzerstörers wieder läuft, gebt ihr Deckung, damit er sicher in den Hyperraum springen kann. Ich schicke euch die Koordinaten, wenn es soweit ist. Reden wir doch mal direkt mit ihm. Das ist meine Schuld. Ich habe den Reparaturaufwand unterschätzt. Jetzt ist das ganze Projekt in Gefahr. Hyperantriebe fallen außer. Was passiert? Wenn ich vorgeschlagen hätte, nicht imperiale Hyperantriebe zu schicken, wäre das nie passiert. Keine Sorge. Vanguard ist einsatzbereit. Sie sind rechtzeitig dort. Nicht wahr? Ich weiß. Aber ich werde trotzdem Hosnian Prime kontaktieren und weitere Ingenieure anfordern. Nur für den Fall. Macht sie. Bewegung, Pilot. Hallo, Korvette. Sonst noch jemand, mit dem man hier reden kann? Na. Da. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich hinter feindlichen Linien festgesteckt habe, in der Schlacht von Mimban, im ersten Jahr der Klonkriege. Die Separatisten setzten ein Bataillon von B2-Droiden im Nenf-Flachland ein und schnitten uns von der 224. Klondivision ab. Ein Gewitter hat unsere Kommunikation blockiert, also habe ich mir einen Lufthüpfer geschnappt, um mich mit der 224 zu treffen und Verstärkung anzufordern. Lief nicht. Interessanter so gut. Auf halbem Weg über das Flachland haben mich die Droiden vom Himmel geholt.
Glaub mir, so eine geschmeidige Bruchlandung hast du noch nie gesehen. Naja, außer dass mein Arm im Wrack feststeckte. Dachte mir, bevor mich die Droiden erwischen, verabschiede ich mich lieber von einem Arm. Man braucht sowieso nur eine Hand, um einen Blaster abzufeuern. Ich bin also mit nur einem Arm und verdammt mieser Laune aus dem Flachland gekrochen. So ein Elend wie mich hatten die Klone noch nie gesehen. Aber sie pflegten mich zusammen und halfen uns, die verdammten Droiden wieder vom Planeten zu vertreiben. Hätte ich nur gewusst, dass die Klone 3 Jahre später durch Sturmtruppen ersetzt werden würden. Jedenfalls sollten wir zurück zum Hangar gehen. Die Victorum braucht uns. Aber habt ihr gesehen, sie hat den Kopf bewegt und die Spiegel in ihren Augen haben sich nicht wirklich verändert. Das finde ich schade. Wir dürfen den A-Flieger fliegen. Sind wir lieber zum Quatschen? Nein. A-Flügler sind so schnell, wie du sie fliegen kannst. Rumpf und Schilde sind zu schwach, um sich gegen Großkampfschiffe zu behaupten, aber imperiale Sternjäger haben keine Chance. Der gute alte A-Flüger. Schnellfeuerkanone, Reparatursets, Schnellerfassungsrakete, alles klar. Gegenmaßnahmen, Standardrumpf, Standarddeflektor, Standardtriebwerk. Geht wohl nur mit RTX. Ja, offensichtlich. X, um deinen Sternjäger zu fassen. Ja. Wir haben einige Möglichkeiten, um dich im Kampf gegen die Thais noch effizienter zu machen. Mir gefallen die Schnellfeuerlaser und die Speerfeuerraketen. Standard. Feuerrate. Lädt auch ein bisschen schneller. Hat eine höhere Reichweite, eine höhere Munitionskapazität, allerdings auch einen höheren Schaden. Hä? Ach nein, die Schnellfeuerlaser sind nur 600 Meter, so rum. Das Ding hat 1000 Meter. Hat dafür einen höheren Schaden. Naja, versuchen wir es mal. Dafür sind wir auch schneller. Das Reparaturset, was wir garantiert drin lassen. Schnellerfassungsrakete, Zerker-Suchmine. Legt eine Mine hinter dir ab. Die Mine wird den nächsten Feind einen Sternjäger, der sie nähert, automatisch an, wie sie verfolgen, bei Kontakt explodiert. Das ist auch sehr nice. Eine Sperrfeuerrakete in schneller Folge nach vorne. Kann sehr hohen Schaden verursachen, wenn du gut gezielt hast und du da genug bei dem Ziel bist, sodass du nicht verfehlen kannst. Sollten wir also nicht nutzen, weil gut gezielt. Was ist das? Die Zwischensequenzen sind doch filmreif. Das muss reichen. Ja, genau. Da haben wir das Ding. Standardrumpf. Slain Corporal Lamina Stahl Rumpf. Erlittener Schaden minus 50, erlittener Privärwaffenschaden plus 20. Feindliche Zielerfassungsdauer plus 100%, maximale Gesundheit minus 10%. Feindliches Anvisieren verlangsamt. Alles klar. Schilde. Erlittener Primärwaffenschaden minus 25, Zusatzwaffen minus 50, Schildregeneration minus 75. Keine Schildregeneration mehr, wenn leer. Meint ihr, er schafft heute noch das Spiel? Ja, ich gehe davon aus. Beschleunigung. Wendigkeit minus 10%. Alles klar. Kann sehr schnell abbremsen. Das ist ja nice. Gut, ich lasse ihn mal auf Standard jetzt. Warum nehme ich keinen anderen Rumpf? Weil die auch entsprechende Nachteile hatten. Aber ja. Wir werden sehen, wie wir damit rumkommen. Notfalls starten wir die Mission mal neu. Dann probieren es mal. Hey, ich muss nicht wieder zum Dingspunkt springen. Was ist denn hier passiert? Egal, der Sternenzerstörer hat Probleme. Vanguard, schön euch wiederzusehen. Glaubt ihr, ihr könntet diese Bombe fernhalten? Wir sind... Ja. Dran, so. Warum durchhalten? Eine Staffel, alle Verbündeten? Nein, Raketen, Flaggschiffs. Na gut. Alle Feinde. Okay. Waren wir schutzlos. Verstanden. Wir setzen den Bomber vor ein Ende.
Ja, wenn man sie gut anvisiert, ist das gar nicht schlecht. Ich würde gerne den Bomber da. War das gerade meine Stimme? Ja, mein Schiff lahmgelegt. Sehr schön. So, Zielerfassung bitte. Ah ja, 600 Meter. So, komm, da drüben. Das hat gefetzt. Jetzt haben wir noch einen Teil. Was soll ich da tun? Macht schnell! Imperiale Shuttles kommen zu euch! Haltet sie auf Distanz! Wenn uns ein imperiales Shuttle erreicht, war's das für uns! Ihr habt's gehört, Vanguard! Fangt diese Shuttles ab! Wir sind dabei! Wir sollten uns aufteilen! Ziel auf einen Feind und tippt um einen Krampf zu befehlen. Der Teamleiter konzentriert sich auf das Ziel und bis es zerstört ist, oder du ihm einen neuen Befehl erteilst. Wenn du die Versorgung anforderst, beendet die Truppen seinen Angriff und kehrt zurück. Alles klar. Ja. Überlass das mir. Dann kann ich den da nehmen. Wuhu! Das war ein bisschen zu viel. Zu nah. So, wo ist das Shuttle? Wo, da. Das war das Shuttle. Ich gehe mal davon aus, dass jemand anders das Ding jetzt übernimmt, weil ich drauf gedrückt habe. Schieß die Shuttles ab! Ja, wenn das blöde Ding mein Zieldings wäre und ich außen rumfliegen würde, dann würde ich das tun. Aber irgendwie liegt hier Schrott rum. Das war das andere Shuttle, sehr schön.
im Schlepptau. Freut auf mein Ziel. Ich habe das Gefühl, ich habe einen zwei hinter mir. Es darf kein einziges Shuttle an der Victorum andocken. Pass auf, wir sind hinter dir her. Nur noch ein Shuttle übrig. Ein Shuttle reicht Ihnen. Kein Shuttle übrig. Ja, das wäre gar nicht mal schlecht. Mach das doch mal bitte. Schafft uns Zeit und erledigt die Trägerschiffe des Imperiums. Ich rufe Y-Flügler Unterstützung. Sie fliegen einen Bombenangriff auf die Trägerschiffe. Lasst keinen TIE-Jäger in ihre Nähe. Gut, die Y-Flügler sind da. Vanguard, wenn unsere Bomber verlieren, war es das für uns. Schaltet die TIEs aus. Wir sind doch dabei. Du kannst dein Tempo befehlen, deine Truppe befehlen, deine Verbündeten zu verteidigen. Ziel auf ein mindestens ein Schiff. Andere Tipps sind ja, Befehl zu erteilen. Um den Befehl zu erteilen, ist okay. Teammitglied versucht jetzt, den Angreifer zu beschützen, bis du ihnen einen anderen Befehl erteilst. Die fangen jetzt an, den Antrieb zu reparieren. Was zum Teufel haben die bis jetzt gemacht? Das frage ich mich auch. Ja, hätte ja noch einfacher sein können. Aber was weiß ich schon. Deshalb braucht es doch einfacher, sondern schwerer. So. Autsch. Ich wünsche jetzt rauszufinden, wo dieser Teil ist. Reparatur? Da. Oh, sehr schön. Außer Reichweite für meine Dings, aber nicht für die Raketen, Papa. Tunk! Autsch! Wo kam das denn auf einmal her? Seit wann liegt hier Schrott rum? Stroh. Warum habe ich keine Maske? Ach, ich habe eine Maske auf. Ich habe mich im Visier. Na komm. Dem hätte ich eine Rakete hinterher sollen. Sowas zum Beispiel. So macht man das. Ja, das waren alle. Ja, wer hätte das erwartet, dass sie jetzt fast fertig sind? Wir führen
und haltet Wache. Tolle Flugmanöver vorhin, Kido. Du weißt doch, dass wir unbedingt auf das ganze Schiff gehen, um sie zu finden. Ja, stimmt. Soll ich dir was zeigen? Ich warte erst mal ab, ob 5 das hinkriegt. Okay, folge mir. Lerne das Driften. Ich hab's auf der Cauchy-Sternstrecke gelernt. Erst leitest du alle Energie in deine Triebwerke und fliegst so schnell du kannst. Ja, jetzt grillen wir die Brücke der Victor. Gleich kommt der Boost. Aha. Okay, wir sind bereit für den Boost. Hau rein! Wenn du bereit bist, wende abrupt. Schalte die Triebwerke ab und drifte. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber egal. Entschuldigt, Leute. Ist alles zum Wohl der neuen Republik. Ich übe das Driften später. Ohne Zuschauer. Ah, das sieht aus wie eine Hyperraumstrecke. Straße, die hier kaputt ist. Oder was auch immer das hier sein soll. Ich schließe mich euch an. Oh man, erkennt sogar Details aus dem Manga. Das ist ja hübsch. Und der Reaktor sieht ein bisschen kaputt aus. Ich bin mir da nicht so sicher. Geheim, aber wir haben euch die Koordinaten gesendet. In 3, 2, 1. Was? Der Überantrieb hat wieder versagt. Nein. Oh Mann. Wir müssen sofort dorthin. Ich weiß nicht, was los war. Alles sieht super! Hättest du nicht alles für einen Antrieb mitbringen können? Das Ben Baker. Ah, sorry, das müsst ihr selber organisieren. Ja, yeah, have you tried to turn it off in on again? Auf das schöne Zerstörerchen kaputt zu zerstören. So, da. Komm. Keine Rakete durch den Zerstörer jagen. Ja, dann mach mal hin. Da.
Optionales Ziel. Da noch Schilde, das ist unfair. Fast die Hälfte. Schön. Reflektorschilde sind deaktiviert. Feindliche Verstärkung im Anflug. Na komm, da bist du. Mehr Bomber als wir. Das ist nicht fair. Wir haben es mit der Vanguard-Staffel zu tun. Das ist nicht fair. Für das Imperium. Da ist der... Ich wünschte, ich könnte Dina direkt... Wie weit ist dieser imperiale Räder? Vor allem, wo hängt der jetzt rum? Warum habe ich jetzt einen Bomber im Visier? Ach, komm schon. Da ist der Räder. Der ist fast durch. Ach, das ist noch mehr. Das ist ja super. Nice geschafft. Führe Diagnose des Anschwemmdämpfers durch. Okay, super. Mach einfach. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Meine Schilde sind deaktiviert. Aber ich habe doch noch ein optionales Ziel. Yay, ich bekomme automatisch Nachschub. I like that. Das war der dritte Räder. Zweite Räder von drei. Das ist der dritte. Jetzt machen wir noch fix die drei optionalen Ziele, dann haben wir sie auch durch. Wahrscheinlich geht in der Zwischenzeit unser Dienst kaputt. Es sind Träger, natürlich gehen sie nicht aus. So, wo ist der Treffpunkt? Oh, wo ist der Treffpunkt? Das könnte schwierig werden. Aber es ist kein Interdikter dabei. Du hast auch Schilde? Ja, ich weiß. Ich arbeite ja auch mit den Schilden. Also meistens tue ich die Schilde ja voll ausstatten. Um einfach Beschädigung zu vermeiden. Dauert dann zwar ein bisschen länger, bis ich dann irgendwelche anderen Sachen habe, aber... Also, Sachen kaputt gemacht habe. Hier versteckt der Boss also sein Geheimprojekt.
begibt sich bitte freiwillig so nah an den Ringali-Nebel? War vielleicht der Gedanke dabei. Und da nehmen sie Sternzerstörer auseinander, um was anderes zu bauen. Die Starhawk. Das nenne ich mal ein Kampfschiff. Darum haben wir imperiale Schiffe gesammelt. Um das hier zu bauen. Wir nennen es Starhawk. Und es wird uns dabei helfen, den Krieg zu beenden. Nein, eine Umbaustation. Ich würde euch ja gern herumführen, aber das Imperium ahnt schon, dass wir etwas vorhaben. Sie werden nach uns suchen. Das heißt, dass wir Arbeit vor uns haben. In der großen Aufwand hast du den Sternzerstörer Victorum zur Nadiri-Werft, die tief im Bochumia-Sektor verborgen ist, eskortiert. Hier wird er zu einem Teil eines neuen Kampfschiff-Prototypen der neuen Republik umgebaut, dem Starhawk. Das ist eine Station, oder anders, ein Planet. Nein, das ist einfach nur eine Werft in einem Asteroiden. Sorge dafür, dass Victoria mindestens 50-30% Rumpfintegrität entkommt. Ach, schade, das haben wir nicht geschafft. Zumindest haben wir die Räder ausradiert und 15 Minuten haben wir auch nicht geschafft, aber wir haben sie geschafft, ohne zu sterben. Und wir haben sie abgeschlossen.